Ja, hallo, ich bin der Alex Ecke, Gentleman, und begrüße euch zum Part 2 von Astrobot. Und natürlich auf Loudplay. Ja, ziemlich cool sehen wir hier gerade, dass die Robis, die ich das letzte Mal befreit habe, auch schön mit unserem PS5-Controller hängen. Da hätten wir Emma Ratchet, dann Psycho Mantis, Ribbit und ja, das ist wie heißt er? Jack von Jack and Dexter. Also ganz cool, dass man da auch die man gefunden hat, am Anfang gleich im Startbildschirm sieht. Sehr cool eigentlich. Wir werden auch mal schon mal mit einem Sport loslegen hier. Denn wir wollen ja weiterkommen und Richtung Platin stößen. Und dann gucken wir mal, was wir da weitermachen können. Wir waren hier im Gorillanebel, genau. So, da haben wir... Tja, stimmt, diese Wirbel müsste man noch irgendwie suchen. Das mache ich dann, wenn ich komplett durch bin, denke ich mal, durch den Nebel. Und wir haben noch 20 Bots zu finden und 6 Puzzleteile. Ja. So. So. Genau, das letzte Mal hatten wir ja Creme Canyon, Himmelsgarden und den Aztekpfad. Und heute. Okay. Was? Konstruktionskaracho. Okay. Okay, dann gucken wir da mal rein. Da haben wir 3 Teile und wieder mal 2 Special Bots. Das scheint immer gleich zu sein, ne? 5 normale, 2 Special Bots. Okay. Also los! Oh, 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 komm, das wollen wir gleich mitnehmen hier. Ja? Das ist ja cool. Oh. Ja, schon das erste Puzzleteil gefunden. Ja, auch nicht schlecht. Zack. Auf in die Farbe. Das hier unten erwähnt nicht. Was haben wir denn hier? Oh, kann ich dich nochmal treffen? Okay. So, sorry. Ja, mal gucken, zu welcher IP das hier gehört. Ja, noch keine Idee. Oh, okay, Donkey Kong, ja. Ja gut, das ist ja Gorillanebel, ne? So. Wer bist du denn? Ah, cool, endlich neuer Gegner. Mal kurz hören, ja, den Ton. Ja, also die Melodie klingt wirklich sehr pur. Sehr Nintendo-esque. Oh, guck mal, hallo. Hallo. Oh ja. Oh. Das ist auch mal die Variante. Einfach mal runterspringen hier. Ups. Ich wollte dich doch eigentlich nur retten. So. Genau so. Aber ja, alle guten Dinge sind 2. So. Schön auch hier, dass das schön kaputt gegangen ist. Das ist ziemlich cool. Das ist echt gut gemacht. Jetzt haben wir hier. Oh, müssen wir oben was anfangen. Zack. Ah. Nummer 2. Ja, das muss man schon sagen, das ist schon ganz cool, dass es sich so ein bisschen schwer anfühlt. Ich meine, na klar, der Controller macht da jetzt eigentlich relativ wenig, sondern es ist natürlich, hat ja das an sich das Feedback schon da, ne? Das schon. Aber das ist natürlich auch clever gemacht,
dass wenn man hier reingeht, man einfach, wenn man komplett laufen drückt, er sich halt einfach auch schwerfälliger, langsamer bewegt. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was vom Controller, aber klar, ja, macht cool. Echt gut. Also das haben sie schon drauf. Ah ja, das ist ja auch geil. Okay. Ah. Das können wir scheinbar schmeißen. Ja, cool. Also hier geht es scheinbar erstmal um Magnetismus. Sehr cool. Coole Idee. Dann werden wir hier jetzt wahrscheinlich wieder Magnet finden. Ja. So. Ah ja. So, da haben wir noch ein Gimmick. Mal sehen, was es heute gibt. Ah, oh, Spiegelung unten auch schön. Aber nicht. Okay. Ja, das ist jetzt kein Raytracing, weil hier haben wir die Spiegelung da und wenn wir oben gehen, haben wir keine Spiegelung mehr. Naja. Aber ist trotzdem cool gemacht. Sieht gut aus. Ja, obwohl vielleicht ist das doch mal. Wer weiß, wie das macht. Das ist auf jeden Fall trotzdem cool gemacht. Ob es das nur mit Ray oder ohne Raytracing ist, ist eigentlich auch Wurst. Hauptsache es sieht cool aus und das macht's. Was haben wir jetzt hier? Robi-Hund, was machst du für Trainings? Ne? Achso, warte mal, wer hier? Oh, cool, Raketenhund. Okay. Raketenhund mit Splatoon und Dingens, weil wir haben ja hier auch die ganze Farbe. Das ist ganz cool. So, jetzt haben wir erstmal voll abgesahnt hier. Okay, da können wir ja wahrscheinlich durch das Glas durch. Ja. Das ist cool. Also mit so zerstörbaren Elementen ist schon geil gemacht. Komm, hey, ich hab dich. Guck mal, da ist ein Basketballkorb, kann ich da durchschmeißen? Na komm, da gibt's doch bestimmt was. Komm her. Also wenn es da nicht irgendwas gibt, dann weiß ich auch nicht. Ah, wenn ich sie denn treffe. So, komm hier. Ah, das war knapp. Das muss gehen. Scheiße, bei dem Fußball gab es bestimmt auch was. Yeah, durch! Um Jammer Slammy. Oh yeah. Ja. Sehr cool. Aber hat sich angeboten, ne? Da muss es was geben. Ich weiß, ich muss doch nochmal ins erste Level. Weil da gab es bestimmt bei diesem Fußballding, gab es bestimmt was. Hier noch irgendwo. Da oben haben wir dich. Hallo. Ah, Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, mal hier kommen wir ja auch. Also der Robo-Hund ist cool. Wäre eigentlich wirklich cool, wenn man das ähnlich wie bei Mega Man oder sowas machen könnte. Dass man einfach auf der Starttaste quasi die verschiedenen Fähigkeiten hat. Also hier den Robo-Hund und die Boxhandschuhe und all sowas. Und dann frei wechseln könnte in den Levels. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Mal sehen. Scheint ja hier noch nicht ganz so zu sein. Aber ja, es ist meckert auf sehr hohem Niveau. Beziehungsweise ist kein Neckern, sondern einfach mal so eine Idee fürs nächste Mal, wäre cool. Oh, warte mal, mal sehen. Können wir hier noch mehr an? Ah. Ich meine, das ist ja auch schon geil gemacht. Okay.
Na gut, das haben wir jetzt ja schon. Oh nein! Ja, das war dumm. Egal. Das ist auch so ordentlich. Könnte man da. Kann ich das vielleicht gegen den Hund schmeißen? Mal hier, das ist doch als ob. Ey, das ging da echt weiter. Krass. Eieiei. Okay. Okay, okay. Das heißt, da hinten ging es gar nicht weiter, oder was? Doch, da ging es doch weiter, oder? Nee, ging's nicht. Okay, cool. Alles schon cool, dass man hier so das aufdeckt und dann so das Level quasi hinter der Wand weitergeht. Ist echt gut gemacht. So, jetzt. Die Glocke geläutet. Doch, da hinten ist aber irgendwas, oder? Was macht der da hinten? Rasenmähen oder sowas? Egal, auf jeden Fall cool. So. Okay, da war zwar der Cloud, der Robi-Rod. Kaputt kriegt man die aber nicht, oder? Okay, da haben wir den. Ah, okay, Schall. Hier so eine Wellen. Okay. Ja, von hinten dran gekommen. Okay. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Mensch. Zu blöd, ey. Okay. Alle guten Dinge sind drei. So, jetzt mal einfach mal ein bisschen zielen. Ja, alle guten Dinge sind vier, meine ich natürlich. Ich stelle mich gerade selten blöd an. Vor allem den ersten hatte ich ja schon. Ja, man kann es auch einfach machen. Und einfach mal ein bisschen langsamer. Naja, okay. So, und dann geht's hier jetzt wahrscheinlich hoch. Ja. Ah ja, das ist cool. Das ist schon echt. Also schon beeindruckend. Mit den ganzen. Was man jetzt hier auch rum. Ich meine, das sind in den anderen Leveln natürlich auch drin, aber trotzdem ist das irgendwie eine coole Geschichte. Jetzt haben wir hier Yukusuna. Aha. Wenn man jetzt hier noch irgend so ein Magnet hätte, dann könnte man bestimmt was machen. Aber auch nicht ganz. So. Kleinere Stocker haben wir gerade gehabt, aber. Naja, nichts Blattbewegendes, schon cool. Boah, nein. Schön gegen den Ring geknallt. Mist. So, jetzt. Okay. Ah, das ist ja cool. Ja. Coole Idee. Allerdings. Warte mal. Wo sind wir jetzt hier?
Oh, was ist? Ah, hier, ist das hier? Bei Rapper the Rapper. Yeah! Müssen wir jetzt hier rappen? Ah, nee, das ist mit Farbe spritzen irgendwie, oder? Ach so, ja, ich muss hier so eine Dings finden. Ja, ja, okay. Damit man hochkommt, ne? Ja, klingt sehr logisch. Also die Mechanik haben sie ganz gut ausgeführt. Okay, ganz cool. Auf jeden Fall gut. So. Obwohl die drei reichen wahrscheinlich, ne? Okay, da war ich zu... Sind die echt trotzdem da? Achso. Na gut. Hallo. Yeah. Ja, auch schade. Eigentlich eine coole IP, The Rapper the Rapper. Aber ja, auch schon eine Weile nichts mehr da gewesen. Aber cool. Kommen wir mal ein bisschen näher ran. Hallo. Rappst du jetzt auch ein bisschen oder singst ein bisschen? Cooles Rhythmusspiel übrigens. Aber leider schon eine Weile nichts. Nichts vom. Achso, ist von der anderen Seite eigentlich auch was? Nee. Nee, leider nicht. Schade. So, aber. Hallo, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen. So. Oh. So. Ah ja, geht's ja auch ruhig. Ich komme hier hin. Was bist du denn? Hahaha, geil! Ja, ja, ja. Wo kann ich da jetzt ein. Voll beschissen, ey. Komm, wir machen was. Nehmen wir noch eins auf. Sehr gut. Ja, das ist eine coole Idee, muss man ehrlich sagen. Ist eigentlich ein Fotomodus? Stimmt, oder? Habe ich hier so eine Art Foto-Zoom-Option? Ne, ein Fotomodus? Gibt's nicht, oder? Naja, brauchen wir ja nicht. Man kann ja jederzeit Fotos machen, ne? Aber das ist da nicht was, nichts für gab? Hätte ich jetzt gedacht. Vielleicht gibt's da was für. Aber naja, gut. Aber ist ein cooles Gimmick. Falls es da was gibt, Leute, schreibt mir das mal. Wahrscheinlich habe ich es verpasst. Und weiß einfach nur nicht richtig, wie es geht. Aua, nein! Ach, verdammt. Das war blöd. So. Ja, aber. Ist ja sehr gutmütig. Noch einen zweiten Weg irgendwo? Nee, ne? Nee, bin ich auch. Wenn er ja mal erwischt, gut. Was ist denn du für ein Häschen, Robi? So. Oh, guck mal, hier unten haben wir noch ein Häschen, Robi. Ei, okay. Ah, okay. Aber das ist schon cool gemacht. Da haben sie den DualSense schon cool eingebunden. Man fühlt da nämlich so ein bisschen, wo man, also das. Das hat so spezielle. Wow. Ja, ich geh weg.
Moment, ich muss erst mal wieder. So. Zirk. Okay, auch du aus. Wahrscheinlich aus Rapper the Rapper. Ich weiß es nicht so richtig. Das muss ich nochmal rausfinden, aber kriegen wir hin. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viele haben wir. Es fehlt ein Bot. Eieiei. Okay, da müssen wir nochmal zurück, Leute. Es fehlt ein Bot. Ist halt die Frage, wo? Wahrscheinlich doch hier bei den Tauben. Hier. Aber kommt man da nochmal zurück? Nee, ne? Ah, verdammt. Das ist ja blöd. Wahrscheinlich komme ich gar nicht mehr zurück. Ah doch, geht. Ah, da oben bist du. Da haben wir dich doch. Das wäre es ja wohl gewesen, ja? Da haben wir wieder alle vereint, sehr schön. So, und dann können wir wieder zurückdüsen. So, okay. Es wäre wohl lang, wenn wir hier abstürzen würden. Scheiße. So, manchmal stelle ich mich aber auch an. So, jetzt auf alle. So. Wo muss man eigentlich hin? Da haben wir dich gerettet und irgendwo müssen wir weiter, oder? Ah, da hinten. Ja, clever. Eieiei, nein. Ah. Okay, da sind wir nochmal allen von der Schippe gesprungen. So. Aber geht. Ei. Oh, das ist die Affenhand. Das ist ja geil. Hallo, ich muss hier. Nein, ich wollte es doch mitnehmen. Verdammt. Na gut. Ah, ich muss einfach rüberfliegen. Das schafft man so nicht. Ah ja. Irgendwie stumm fliegen, ne? Ja, da habe ich es mir schwerer gemacht, als es war. Oh yeah, Web mal eine Runde. Ja, so ein Sony-Rhythmus-Spiel, das wäre mal eigentlich wieder cool. Ah, falsche Taste. Naja. Gut, 100 extra haben wir jetzt nicht, aber was soll's. So. Da haben wir wieder ein paar. Zack. Mit 20 können wir das freischalten, das kriegen wir hin. Hier haben wir alle. Geht denn? Oh, warte mal, Pfeil. Zurück. Okay, haben wir was Neues, was man. So. Scannen. Wahrscheinlich können wir hier wieder landen. Und wieder neue sammeln. Yeah, Party, Leute. Das ist ziemlich cool. Oh, eins komplett. Yes, cool. Oh, was ist das denn? Ah, Gacha-Labor. Okay. Ja, da können wir die Münzen endlich ausgeben, ne?
Das ist cool. Okay. Ja, dann hat sich unsere Absturzstelle wieder ein bisschen erweitert. Sehr cool. Und die machen hier voll Party da hinten. So. Aber dann gehen wir mal hier rein. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Also wieder mit den Greifern. Hm? Okay. Oh, bang. Hey, hallo du. Ja. So gut wie jeder Schlüssel. Ah, okay. Okay. Ja, the next hier. Aber ist das eigentlich von den Ohren her und sowas, würde ich sagen, ist das da auch Ribbit, oder? Nee, oder? Gibt's da noch einen? Hm. Tja, da muss man wohl den Nick hier und fragen, der weiß das viel besser. Der quasi als Ratchet und Clank-Experte. Yeah, hallo hier. Ihr seid ja niedlich. Cool. So, komm, ich will noch einen. Die Vögische. Okay. Solid Snake, der sich hier... Ah, steht sogar Solid State. Sehr gut. Ja, das ist schon cool. Metal Gear Solid. Ja, jetzt haben wir hier auch wieder ein Schwertchen vom Ninja. Ja, auch Metal Gear Solid. Ja, Rap-Verstärker. Ja, Frank Flo hast du auf jeden Fall. Ja, das ist schon cool. Das ist eigentlich, wie gesagt, für unsere, die wir jetzt gefunden haben, immer schön noch was dazu gibt. Ich meine, wie es aussieht. Ah, das ist auch niedlich. Cool. Ah. Der Crash. Das gehört ja eigentlich dazu, das Ding, ne? Der ist cool gemacht, muss ich sagen. Der Mini-Crash ist geil. Sony, macht mal bitte eine kleine Figur. Oder ne, Microsoft, muss man jetzt sagen, oder? Verdammt, das kriegen wir nie. Na, so eine kleine Kuschelfigur in der Größe, in dem Stil, wäre cool. Mach das mal bitte. Wäre ziemlich geil. So, yeah, Rockstar. Yeah. Wunderbar. Psycho Mantis mit einer PS1, ist das cool. Ja, ist noch am Port 1 und nicht am Port 2. Hm. Liest du gerade meine Gedanken, Psycho Mantis? Das gibt's aber nicht. Ja, ich wechsle auch gleich den Port. Hat sich der Controller gerade bewegt. Ja, ja, das kann schon passieren. Sehr cool. So, jetzt haben wir das letzte. Ah, auch sehr schön. Hm. Ja, Jack und Dexter vereint. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz ideal getroffen, aber trotzdem cool. Sehr schön. Tolles Spiel. Hab ich Platin auf der PS3. Ja, sehr schön. Ja, leider nichts mehr vorrechts. Ich muss nicht ein bisschen mehr machen. Aber das kriegt man hin. So. Guck da an. Jetzt gibt's immer mehr Party da. Dong, dong, dong. Ja, das ist schön, dass hier unsere Absturzstelle halt quasi immer lebendiger wird. Ist echt cool gemacht. So. Was ein Zocks hier? Gran Turismo. Hm. So, bleib mal hier. Wie komm ich denn da ran hier? Hahaha. Erwischt. So, ein Puzzleteil haben wir. Also ist schon gut. Ja, und das ist auch gewirrt. Weil, ja. Das macht quasi unsere gesammelten Figuren dann nochmal komplett.
Das ist schon cool. Hier haben wir. Und vor allem immer in jeder Ecke, ne? So die IP. Das heißt, hier ist ja so ein bisschen einsame Jäger aus Bloodborne. Da kommt bestimmt auch noch was dazu. Mal gucken. Ne? Weil hier haben wir Solid Snake und Psycho Mantis. Und den. Ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der hieß. Wie ist denn der? Ich hab's vergessen. Da muss mir der Mombach dann helfen. Ja, ziemlich cool. So, und die schuften gut. Das ist sehr gut. Achso, ja. Haben wir noch ein Puzzleteil. Mal sehen, was es als nächstes gibt. Schon spannend. Ah, und da hinten, da können wir auch noch was holen. Haben wir aber noch ein bisschen Geld, weil wir können das ja in Dinge. Oh, aha, erwischt. Wir können das ja schön umsetzen. Hallo. So, da oben weiß ich irgendwie gerade nicht, wie ich da. Ach ja, mit 10. Oh, da war ich da schon mal. Naja. Ja, mach mal hier. Hoch da. Nicht? Doch, geht. Siehst du? Ja, und vorbeigesprungen. Das gibt's doch nicht. Ja. Warte. Ich will, es ist schwer. Es tut mir leid. Könnt ihr einfach so machen, ne? So. Danke, Leute. Super. So. Yeah, Party. Ja, das ist cool. Aber sieht mir erstmal, was für IPs hier noch rumliegen. Achso, ja, du. Dich hat man ja auch noch. Ja, Returnal. So. Aber wir wollen weiter. Ja, auf zum Boss, ne? Cool. Zack, zack, zack. Okay. Ah, hier gibt's ein Special. Okay. Also ein Special-Bot. Aber wir landen da mal. Wird der Gorilla sein, wenn wir schon die Hand gesehen haben. Wird mich wundern, wenn nicht. Achso, ja, wir können ja hier noch. Ah, ja. Okay, man kann da natürlich noch ein paar Special-Dinger machen. Hätte ich vielleicht machen können. Na gut. Schauen wir mal hier. Musikalische Untermalung sehr gut. So, was kriegt man hier? Ah, jetzt das ist ja cool. Jetzt haben wir wie in den anderen Levels auch mal den Hund. Das heißt, jetzt scheint sich, wenn ich nicht gerade platt gemacht werde, jetzt scheint sich das doch mal so zu machen, dass man alle Dinge einsetzen muss, die man so in den Leveln hatten. Ach Mann! Also die Glocke, da bin ich zu doof für. Eieiei, das darfst du ja keinen zeigen hier. So. Ey, ich hab doch gedrückt. So, diesmal aber. So. Oh, er lacht hier. Ach komm, ich hab den doch mit dem Strahl erwischt. Nein! So, jetzt haben wir's aber.
So, geht doch. So. Irgendwas verpasst oder so? Nee, ne? Hier hinten? Nee. Das ist cool gemacht mit dem Level. Komm her, komm. Ich komme. Okay, ich habe 2 Herzen. Hier kann ich scheinbar 2-mal getroffen werden. Ah ja, okay. Ah. Was gut? Ach so. Ah, alles klar. Cooler Boss. Fällt mir gut. Wird jetzt natürlich ein bisschen schwerer. Ah, jetzt bin ich einmal jetzt offen, oder? Nee, ich doch nicht. Oh, da oben jetzt, oder? Nee, unten. Okay. Achso, andersrum legen. Ein blaues Auge oder ein rotes Auge und 2 rotes Auge. Okay. Das ist cool, dass man das so sieht. Wow. Das ist Ah. Jetzt hat es mich immer erwischt. Ey. Shit, ey. Ah, das gibt's doch nicht. Muss ich den dann an die, wahrscheinlich an der Schnauze treffen, hä? Ja, okay. Ja, guter Boss. So, diesmal schafft man. Oh, komm her, ja. Das war blöd. Das war saudoof. Weil jetzt habe ich mich in den weniger. Aber naja, müssen wir halt immer weniger getroffen werden. Was soll's. Ich dachte, ich kann das vielleicht abkürzen, aber geht nicht. Ja, die Spitzen. So, jetzt müssen wir hier live ohne zu treffen durchkommen beim letzten. Sonst müssen wir leider nochmal probieren. Aber was soll's. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie ich das mache. Ach so. Jetzt hat er eine Zahnlücke hier. Ja?
Ich glaube, du musst zum Zahnarzt. Ah, das letzte war ein bisschen gemein, das wusste ich nicht. Okay. Jetzt müssen wir es aber. Jetzt kriegen wir es wirklich hin. Hoffe ich zumindest. Aber gut designter Boss, muss man sagen. So. Genau, diesmal müssen wir einfach mal ein bisschen ruhig bleiben hier. Bei der Glocke. Einfach erstmal ausweichen. Ich bin nämlich immer viel zu schnell, deswegen werde ich dann noch kurzwendig bestraft. Aber wo der eine Bot ist, das würde ich gerne mal wissen. So. So, genau. Einfach Ruhe bewahren, Leute. Boings. So, und jetzt die Zähne. Einmal ab zum Zahnarzt. So. Sag doch. Einmal Boings K.O. Okay, mit dem Jetpack. Einmal bis ich. Oh, das sieht echt cool aus. Boss besiegt. Sehr cool. Was ist das für Banane? Ah, herrlich! Con Ape! Jo, sehr cool. Also hier haben wir jetzt Ape gefunden. Sehr schön. Komm mit drauf, Kumpel. Okay, also den letzten finden wir dann, indem wir den Boss einfach besiegen. Okay, denke ich zumindest. Da ist er K.O. Oh, was ist das? Eine Special Stage? Eine Ape Stage, oder was? Ja, genau, da habe ich den gefunden. Wo habe ich denn eigentlich hier... Hier gibt es noch so einen Wirbel. Und hier gibt es noch so einen Wirbel, okay. Da müssen wir am Ende nochmal hin, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall hier nochmal rein. Oh, alter Schwede, wie viele gibt's denn da? Das sind ja nur Special Bots. Geil. Okay. Okay, Affenrandale, also auf zur Affenrandale. Auf der Bananenschale ausgerutscht. Sehr lustig. Sehr gut. So, ja, ein Ape-Level. Okay. Ach so, hier. Ach, und jetzt weiß ich, was es ist. Man muss bestimmt die Affen fangen und kriegt dann quasi die Affen als Robo. Ah, geil, ich kann Ape Escape mit einem Astrobot spielen. Sehr cool. Kann ich dich nochmal fangen? Nee, das geht nicht, okay. So, jetzt muss ich natürlich die Affen finden. So wie im Original-Spiel. Komm her, bleib hier. Komm, ich krieg dich.
Hä? Nochmal. Ah, ja, okay, okay. Dann so, finden wir das. Ah, da war ich zu langsam. Ah, okay, erst Affen gefunden. Dann mal böse Affe. Und hier habe ich dann, wo ich die finden kann. Okay. Ja, sehr cool. Komm, ich krieg dich. So, okay. Nicht so gut versteckt, wie er glaubt. Sieht so aus. Ja. Okay. Also wir... Ah, verdammt, wie krieg ich dich jetzt? Ah, hier ist da auch einer, oder? Ein weiterer durchgedrehter Affe. Ja, das ist wirklich cool, ne? Das ist eine witzige Idee, da so ein Level, um in dieses Spiel drum zu stricken. Wow. Allerdings muss man sagen, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn Sony vielleicht das nochmal rauskramt, ein neues Spiel macht. Macht mal ein neues Apes Escape. Wäre cool. Ah, ich hab dich. Bleib hier. Hallo. Sei doch mal nicht so schnell hier. Oh, ich muss erstmal, das nervt mich hier. Oh, kann ich das ziehen? Kann ich den betäuben? Ja, bleib hier. Okay, den haben wir auch. Ah, Nummer 3. Völlig Banane. Ja. So. Ah, da oben haben wir auch noch einen. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ah, der ist ja fies. Yeah. Ja, aber niemand weiß, wie er da oben hingekommen ist. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ach, wo da. Okay. Oh, da ist ja noch ein... Kann ich dich eigentlich fangen? Ja. So, wie komme ich da hoch? Ach, über das da, ne? Ah. Das war blöd. Aber glücklicherweise sind wir ja gleich hier. So, warte mal, geht's da auch noch? Ne, sah nur so aus. Ey. Hab ich nicht hier? Geht nur beim ersten Mal, wa? Ne, geht trotzdem noch mal. Gut. Ah, okay. Hä? Ich hätte gleich mal gucken sollen, wie das geht, ne? Achso, damit. Ja, das ist gut. Okay, denkst du? Verdammt. Ja, du mich auch. Der Nerv.
Der ist aber auch flott, ey. Komm mal her, ja. Verdammt. Ich bin zu blöd. Nein, ich hatte dich da fast. Jetzt bin ich noch runtergefallen. Ah. Gibt's doch nicht. So. Mann. Ich glaube, ich muss mal erstmal. Ja. Ja, man muss sich manchmal einfach gar nicht so schwer machen, ne? Weißt du, was hier. Ja. Weißt du, was ich hier gerade lese? Ah, okay. Cool. Kann man hochsliden? So, das nächste, es fehlt eins. Ziemlich am Anfang, okay. Na gut, das finden wir noch. Da haben wir dich. So, achso, den Innen müsst ihr noch, den ich vorhin abgebrochen bin, muss ich auch noch einfangen. So, und jetzt machen wir hier mal. Gibt's da nichts? Schade. Sag mal nicht so schnell hier. Ah. Ah, ich muss erstmal die Taktik zurechtlegen. Ah, das gibt's doch nicht. Kann ich dich irgendwie schneller hin? Der verarscht mich hier. Ah. Okay. Also ein Affenjäger werde ich nicht. Okay. Ah, ja, ja. Auf den Popo klopfen hier. Ich kann irgendwie schneller rennen, aber ging auch nicht. Ich das irgendwie. Ach, das war der mit Stacheln. Verdammt. So, okay. Das wäre auch weggerutscht dann. Der läuft doch auch wesentlich schneller, ne? Das hat bis 100 Pro was mit dem Ding, ne? Stell mich aber auch an, ey. Hallo. Bin aber auch nicht schneller so, oder? Bin ich schon irgendwie schneller? Aber ich hab doch gar keine andere Möglichkeit als so. Wie krieg ich den denn? Bin ich denn doof? Irgendwie weiß ich es gerade nicht. Der ist ja immer schneller. Ah, Alter, die Kamera, Alter.
Amenika, Digio. Alter, ich spiele alle Souls-Titel durch, aber in 8 Jahren krieg ich nicht hin. Vor allem lieben. Der muss doch. Hallo. Vor allem, das ist aber auch. Ich bin doch zu langsam, oder? Jetzt hat er gerade gezuckelt, ne? Musst du nicht auf links oder rechts spielen machen soll. Ich weiß es auch nicht. Leute! Kann man ja irgendwie da gehen? Hier so, von hier? Nee. Bin ich da schneller, wenn ich da runterrutsche oder so? Nee. Er ist doch schon direkt, das ist viel. Ah, guck mal. Kann ich vielleicht hier? Nee. Tja, ich habe keine Ahnung. Hallo? Ich brauche Hilfe. Wie krieg ich denn dann? Ey, 10 Minuten Affenjagd hier. Ist ja auch ein Trick. Oh, der rennt doch nicht schneller oder so, oder? Kann man irgendwie schneller rennen oder sowas? Nee. Das hier? Nee. Was ist das? Da kann man nur durch. Aber schneller geht auch nicht, oder? Ah, ist egal. Ich komme gleich wieder. Ich habe gerade keine Lust mehr. So. Da oben war dann halt der andere, der da. Ah ja. Das ist dieselbe Kurze, ne? So, kann ich den hier? Ja, man kann den betäuben. Okay. Na gut, dann kann man das ja so machen, ne? So, wo bist du? Aua. Okay, er ist zu weit weg. So, na okay, dann holen wir uns erstmal das dann. Wenn ich den hierher wolke. Komm mal her hier. Geh mal da rüber. Ach, warte mal. Ey, warum bist du eigentlich? Das ist ja gemein. Der müsste doch eigentlich auch in dem Schlamm da stecken bleiben, aber macht er nicht, ne? So, wo ist denn der jetzt hin? So, genau. Ey, komm, ich hab das. Das war doch gut. So, warte. Du bist da hinten. Das wird auch nichts, oder? Ja, so geil, dass er die Verkleidung quasi rausnimmt, dass da ein Bot drunter ist. Aber wie mache ich das hier, dass ich mich hier mit dem mit Affen mit Bananen bewerfen oder so? Bleib mal hier, ey. Das muss doch da. Das muss damit gehen, oder? Ist das der letzte? Noch zwei, okay. Wahrscheinlich ist einer noch da oben. Ah ne, warte mal, hier hinten, ist das der? Ne, den hatte ich schon, ne? Das ist der. Ah, den kriegt man nicht so. Das ist zu weit weg. Da, jetzt gibt's doch nicht. So einen anderen, was ich irgendwo. Da oben ist das da. Hier.
Ja, dann bist du aber wieder weg, oder? Ist der da? Nee, das geht nicht. Dann weiß ich nicht, wie ich den kriege. Wie kriege ich den denn? Verstehe ich nicht. So, wir gehen. Nee. Der wird nicht analysiert bis dahin. Keine Ahnung. Das muss irgendwas mit diesem Schleim zu tun haben, aber ich komme doch da hier ja nicht besser hin. Geht aber auch nicht. Verstehe ich nicht. Wie kriege ich den? Ja, das ist toll. Du schaffst den nicht. So. Vielleicht über die Rail. Ja, bleib mal da. Ich bin zu blöd, ich krieg den nicht. Ich hab keine Ahnung. So, gut, dann machen wir erstmal den da. Aber wahrscheinlich ist dann das Level zu Ende. Oh, ich habe einen Chip. Oh, Mutterschiffspeicher. Ah. Spectre. Oh Leute, das ist nicht mein Ding. Ich bin zu alt für so eine Schichten. Der fällt immer mal hin, ne? Ja, da habe ich den, aber... Jetzt fehlt mir immer noch der eine. Aber ich habe schon mal ein Schiffsteil gerettet, das ist schon mal gut. Also, verdammt. Ja gut, ich komme nochmal wieder an das Level. ein Bot. Ein Bot ist nicht da. Komisch. Den bin ich zu dumm zum Retten. Aha. Okay, dann reparieren wir ihn mal. Ohne Scheiß, das ist doch VR-Überbleibsel, oder? Kann man das nicht einfach mit VR-Zeugs machen? Leute, ich will einen VR-Modus. Ah. Ja, das ist schade, ne?
Wenn ich das jetzt sehe, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht am Anfang doch einen VR-Modus hatte. So viele kleine Mechaniken, die durchaus in VR super funktionieren würde. Aber mit den Controllern so, naja, mehr oder weniger, ne? Klar kann man den... Au! Kann man den hier hin und her schwenken. Aber mit so einer VR-Brille ist das irgendwie cooler. Irgendwie das ist gerade wahrscheinlich. Okay. Also das hier ist höher, ne? Ja, ich wollte schon passen. Ja, ja, ich mache einfach. So. Weiter. Okay, erste Teil haben wir. Ah, unvergesslich. Ja. Okay, erster Teil geschafft. Bots. Ja, sehr cool. Aber mich wurmt, dass ich zwei Wirbel noch nicht habe und dass mir der eine Bot da irgendwie... Das geht da nicht. Oh, was haben wir denn da? Haha, Blums. Volles Brett. Okay. Da müssen wir doch mal gleich hingucken. Was ist denn da abgestürzt? Was ist das eigentlich? 25? Ja, die Hammer. Oh, da geht's weiter. Noch ein Gebiet. Cool. Sehr cool. 50, da fehlen noch 5. Okay. Wie haben wir denn hier? 25, kommt die Hummer noch. Komm, 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 da fehlt nur noch einer dann. Genau. Zack, 49. Ah, verdammt. Der eine Bot, also der eine Affe, gibt's noch nicht. Der fehlt jetzt für die 50. Ah! Kommen wir mal zurück. 30, okay, das können wir schon mal machen. Hallo, wer bist du denn? Vielleicht kann ich jetzt in die nächste Galaxie fliegen oder so. Ah, ein Oktopus. Okay, wie heißt die nächste? Tentakelsystem. Okay. Okay, 10 von 34. Ja, und hier fehlt noch der eine. Oh, 3 Bots. Wieso 3 Bots? Da fehlen da noch welche. Ah, verdammt, in den Wirbeln ist bestimmt jeweils noch ein Bot drin, oder? Ah, okay, okay, okay. Aber in Anbetracht der Zeit, eine Stunde 10 sind wir jetzt drin. Würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. War wieder mal eine sehr, sehr, sehr lustige Folge. Astrobot gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Obwohl ich sagen muss, 49, das ist eine blöde Zahl zum Aufhören, aber naja, beim nächsten Mal machen wir das auf jeden Fall. Ne? Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns zu Part 3 und dann werden wir uns in das Tentakelabenteuer stürzen.
Und wir werden natürlich gucken, ob wir die zwei Wirbel finden. Und ich finde, also dieser eine Affe, den einen Affen, den brauche ich noch auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen peinlich, dass ich den nicht finden, also nicht fangen kann. Aber das wird beim nächsten Mal. Ja, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer GameTeman. Und lasst gerne ein Abo da, Kommentar und gerne einen Daumen. Bis die Tage, tschüss.